7. November. Mutige Entscheidung. Die Molkerei Berchtesgadener Land verbietet ihren Milchbauern die Verwendung von Glyphosat. Kurze Wege. Ein Metzger mit eigenen Rindern und Schweinen. Sinnvolle Verwertung. Ein Christbaumanbauer verkauft buckelige Bäume als Allerheiligengrün. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen bei unser Land. Schafe sind schöne und auch ziemlich ruhige und gemütliche Tiere, möchte man meinen. Doch wie eine Schafherde von einem Ort zum anderen bringen, das ist gar nicht so einfach. Denn Schafe können durchaus einen eigenen Kopf haben, störrisch sein und auch einfach mal eigene Wege gehen wollen. Und dann, wie gut, wenn man da einen vierbeinigen Helfer hat. Normalerweise führen diese Waldschafe ein ruhiges Leben auf den Weiden im Oberpfälzer Jura bei Schäfermeister Josef Rebitzer. Heute aber müssen sie als Versuchskaninchen herhalten für einen Kurs mit Hütehunden und ihren Haltern. Man versucht, dass man den Hund auf 12er laufen lässt. Der Coach, Herbert Sehner, selbst Schäfer und Hundezüchter. Sie ist mit ihrem Hund Ferdinand aus Aschaffenburg angereist und will mehr über Schafhaltung lernen. Ich habe mich entschieden, den Quereinsteigerkurs für Tierwirt-Fachbereich Schaf zu machen, weil wir zu Hause auch eine Schäferei haben. Und einfach nur, um meine Zukunft ein bisschen zu sichern. Und dadurch, dass ich sehr gern mit den Tieren zusammenarbeite und mit Hunden. Dann hat mein Vater gesagt, melde dich einfach an, was du hast, hast du. Und die guten Voraussetzungen sind da. Also ich bin im richtigen Leben eigentlich Bankkaufmann und bin im Kreditgeschäft tätig, aber habe also im Nebenerwerb 100 Mutterschafe und will das auch weiterhin so betreiben. Und darum ist das, glaube ich, eine gute Grundlage, wenn man die Gesellenprüfung Schäferei dann eben hat. Und wir bekommen einen Hund und schauen uns heute mal an, was da die Grundvoraussetzungen sind. Dann gehen wir raus und rüber. Erste Übung. Die Herde soll von einem Platz auf einen anderen getrieben werden. Wie macht ein Schäfer seinem Hund und den Schafen klar, was er von ihnen will? Kommunikation ist alles. Auf die richtigen Kommandos kommt es an. Grundkommando sind vier. Rechts, links, stopp, gerade. Wenn du die hast und machst. Und dann das Herkommen natürlich. Lob ist auch ein Kommando. Gar nicht so einfach, eine ganze Herde geschlossen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Die Zuschauer sind gespannt. Trotz Koppel und Einzäunung ist der Hütehund wichtig. Wenn wir jetzt Schafe zum Beispiel umtreiben oder wir haben Pflegemaßnahmen oder müssen entwurmen, dann holt mir der Hund natürlich das her und wir haben dann nochmal einen kleinen Pferd, die treibt er dann ein und dann können wir die Schafe kontrollieren oder auch behandeln. Los! Diese Border Collie-Hündin ist mit ihrem Besitzer aus der Schweiz zum Kurs in die Oberpfalz gekommen. Sie bellt nicht, wenn sie die Schafe treibt. Das ist eine Besonderheit dieser Rasse. Mit den Tieren geht sie gelassen um. Sie müssen langsam getrieben und nicht gescheucht werden. Der Tipp des Experten: Der Schäfer muss immer vor seinen Schafen gehen. Und der Hund darf die Herde nicht hetzen. Das klappt schon ganz gut. Dennoch muss die Hündin noch einiges lernen. Sie kann die Richtungen noch nicht richtig, rechts und links treiben und Bogen laufen um die Herde. Aber sonst hinschicken und anhalten kann ich sie. Stundenlang lassen sich die Schafe geduldig für die Übungen hin und her treiben. Ist das nicht Stress pur für die Tiere? Grundsätzlich habe ich immer Sorge um meine Schafe. Aber wir sehen das dann schon, ob ein Hund wirklich ungeeignet ist und der muss dann einen Abbruch machen. Es ist nicht so, dass wir jetzt da alles zulassen, bloß dass der Hund seinen Spaß hat. Das war so nicht geplant. Auf die Böschung sollte die Herde eigentlich nicht. Jetzt muss der Hund es schaffen, alle Tiere wieder problemlos herunterzutreiben. War der Hund jetzt gut? Der Hund war sehr gut. Die Schafe haben auch ruhig umgestanden. Der Schaf läuft heute halt mal sehr gerne bergauf, aber sehr ungern bergab. Und es ist relativ schwierig für den Hund, das Schaf da runterzutreiben. Also das ist wirklich nicht einfach gewesen. Für das Alter, was der Hund hat, ist das eine sehr gute Leistung. Weitere Tipps vom Experten: Wer seine Stimme schonen will, der kann mit Hilfe einer speziellen Schäferpfeife seinen Hund lenken.
Theoretisch kann jeder Hund diese Arbeiten lernen, wenn er einen Hütetrieb im Blut hat. Dafür ist die richtige Genetik entscheidend. Ich würde schon sagen, dass es besser ist, wenn man eine Rasse hat, wo die Eltern auch arbeiten. Also da muss man jetzt vorsichtig sein, was man sagt. Da gibt es so viele Rassen. Wir haben Border Collie vor allem in der Koppelhaltung. Der Kelpie macht auch diese Arbeit. Das merkst du beim Welpen. Mit 6 Wochen wird er bei uns zum Beispiel den Tauben nachgehen. Mit 12 Wochen wird er die Hühner treiben. Und mit 3, 4 Monaten wird er Schafe arbeiten wollen. Und wenn er das nicht macht, okay, dann hast du vielleicht ein Problem. Vielleicht kommt er später noch, aber der muss das Welpen eigentlich schon zeigen, dass er arbeiten will. Also das sieht man ganz gut. Dennoch, ein Meister fällt auch beim Schafehüten nicht vom Himmel. Ferdinand und seine Besitzerin haben bei diesem Seminar heute einiges dazugelernt. Die Kommunikation funktioniert. Und nun wissen auch die Schafe, wo es lang geht. Es ist nicht zu glauben. Diese Woche hätte endlich nach jahrelangen Diskussionen in Brüssel die Entscheidung zum Thema Glyphosat fallen sollen. Die Zulassung läuft nämlich Mitte Dezember in Europa aus. Aber zum x-ten Mal ist eine Entscheidung verschoben worden. Die EU-Kommission will nun in Kürze einen neuen Termin bekannt geben. Aber langsam wird's ganz schön knapp. In Pieding in Oberbayern, da ist man etwas flotter, nämlich bei der Molkerei Berchtesgadener Land. Im südöstlichsten Zipfel Bayerns, in einer Landschaft wie aus dem Bilderbuch, passiert gerade etwas Revolutionäres. Die endlose Diskussion um den Wirkstoff Glyphosat findet hier plötzlich und ziemlich unkompliziert ein Ende. Die Molkerei Berchtesgadener Land setzt ein Zeichen. Ihre Milchbauern sollen auf das umstrittene Totalherbizid verzichten. Es ist nicht notwendig. Wir wissen das, dass man gut ohne auskommen kann. Und es ist auch in keinster Weise das, was der Verbraucher von uns erwartet. Die Molkerei ist eine Genossenschaft. Vorstand und Aufsichtsrat, alles gewählte Landwirte. Werden Sie mitziehen? Mittwochnachmittag. Stundenlang wird beraten über ein Verbot des Pestizids. 1800 Bauern liefern ihre Milch nach Pieding. Schon seit langem steht in ihren Lieferverträgen kein Klärschlamm auf die Flächen, kein Verfüttern von gentechnisch verändertem Soja. Knapp ein Drittel sind Biolandwirte, der Rest konventionelle, meist kleine Betriebe. Aber werden alle bereit sein, auf das billige und praktische Glyphosat zu verzichten? Kein Milchbauer, der nach Pieding liefert und bisher Glyphosat verwendet, will mit uns reden. Sebastian Siegel-Reitmeier traut sich vor die Kamera. Er liefert seine Milch an die benachbarte Molkerei Bergader nach Waging. Er sieht ein Glyphosatverbot skeptisch. Man hat mehr Arbeit, man braucht mit Sicherheit mehr Diesel, weil man noch mal einmal, zweimal extra drüber fahren muss. Und wird geldmäßig so Pi mal Daumen sich um 100 Euro pro Hektar Mehrkosten bewegen. Das gilt für den Ackerbau. Hier wird Glyphosat vor allem eingesetzt. Im Frühjahr, um Unkräuter abzutöten und solche Zwischenfrüchte, die über den Winter nicht abgestorben sind. Der Landwirt spart sich so die Bearbeitung mit dem Pflug und kann direkt in das abgestorbene Material die neue Saat einbringen. Das gilt als bodenschonende Maßnahme. Aber manchmal wird auch Grünland mit Glyphosat gespritzt. Schon 3 Liter des Pestizids reichen aus, um auf einem Hektar alles Grüne abzutöten. Danach kann dann ohne Bodenbearbeitung eine neue Wiese angesät werden. Grünlanderneuerung ist halt momentan Glyphosat das Mittel unserer Wahl, weil gerade wenn man so Pflanzenbestände hat, die ein bisschen entartet sind, dann kann man halt, wie es bei uns ist, so einen Hügel, den man nicht umbrechen kann mit Pflug und so, spritzt man ab, sät dann neu an und hat dann wieder ein wunderbares Grünland. Leistungsfähiges für unsere Viecher, für die Kuh. Für Biobauern ist Glyphosat tabu. Aber auch viele konventionelle Landwirte im Alpenvorland benutzen es nicht. Einer von ihnen verzichtet seit über 20 Jahren freiwillig auf Glyphosat, Alois Hartl. Er bewirtschaftet 50 Hektar Grünland und 25 Hektar Ackerfläche mit Mais und Getreide. Auf dem Acker ist der Unkrautdruck sehr hoch, aber es geht auch ohne Glyphosat. Wir brauchen hier kein Totalherbizid. Wir nehmen dann später ein Unkrautmittel, ein Teilherbizid zur Mithilfe. Aber ein ganzes Abspritzen ist hier nicht nötig.
Alois Hartl ist Mitglied im Aufsichtsrat der Molkerei Berchtesgadener Land. Er findet den Vorstoß der Molkerei gut. Das entspreche ihrer Philosophie und fördere das Image der Milchprodukte aus dem Voralpenland. Seine Wiesen hält er ohne Chemie durch vorbeugende Maßnahmen in Schuss. Sein Rezept? Das Grünland regelmäßig striegeln. Keine Trittschäden, keine Fahrschäden, nicht zu tief mähen. Und bei viel Regen die Beweidung für einige Tage einstellen. Zurück zur Molkerei nach Pieding. Was ist herausgekommen bei der Abstimmung der Genossenschaftsvertreter? Ein einstimmiges Ergebnis. Gegen Glyphosat. Mit sofortiger Wirkung. Allerdings, bei zugekauften Futtermitteln gilt das Glyphosatverbot nicht. Dennoch, ein großer Schritt. Die gesundheitlichen Bedenken, die man dem Glyphosat gegenüber hat, die können einfach nicht gänzlich ausgeräumt werden. Und deswegen sagen wir, es darf kein Mittel zur Bewirtschaftung der Flächen von allen Mitgliedern werden. Ich bin sehr glücklich, die Abstimmung ist einstimmig verlaufen. Vorstand und Aufsichtsrat sind also der festen Überzeugung, dass wir hier in unserer Molkerei im Voralpenland, im Grünlandgürtel, ein Glyphosat nicht brauchen. Die Landwirte hoffen, dass sich diese Entscheidung auszahlt. Schon jetzt bekommen sie einen sehr guten Preis für konventionelle Milch. Derzeit zwischen 46 und 47 Cent. Nun könnte er weiter steigen. Und es bleibt spannend, ob andere Großmolkereien nachziehen werden. Übrigens, Landwirte, die für die Milchmarke Sternenfair liefern, dürfen schon seit Anfang 2016 kein Glyphosat mehr verwenden. Der Vorstoß im Berchtesgadener Land ist also nicht neu. Schwammerl sind von unserer Speisekarte nicht mehr wegzudenken, egal zu welcher Jahreszeit. Pilze aus dem Wald, wie zum Beispiel Pfifferlinge oder Steinpilze, die gibt es natürlich nur im Herbst. Aber wie ist es eigentlich mit Champignons? Die gibt es im Supermarkt immer, und zwar relativ günstig. Doch wo wachsen die eigentlich? Zum Beispiel in Essleben im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt. Sie wachsen im Verborgenen, lieben Dunkelheit, Feuchte, Pflanzenmaterial, das sich zersetzt. Champignons. Die weißen oder braunen Fruchtkörper eines im Boden lebenden Pilzgeflechts sind die beliebtesten Speisepilze der Welt. Auch hier drin verbergen sich Champignons. Das Pilzgeflecht, das Mycelium, ist in ein Substrat gemischt, das aus Niedersachsen angeliefert wird. Dort hat das Unternehmen Pilzland mit 10 Standorten seinen Hauptsitz. Und dort gibt es Profis, die das Substrat zusammenmischen. Wir produzieren den Champignon-Kompost aus Stroh, aus Pferdemist, aus Hähnchenmist, ein wenig Gips, kompostieren ihn dann. Dann beimpfen wir Champignonbrut, lassen ihn wieder gut durchwachsen und lassen ihn dann hierher transportieren. Und daraus wachsen dann unsere schönen Champignons. Nur 3 Wochen dauert es jetzt noch bis zum Beginn der Ernte. Die riesige Halle erinnert an ein Hochregallager. Die Champignons wachsen hier auf 6 Ebenen. Das mit dem Pilzmyzel beimpfte Substrat wird zusammen mit einer Deckschicht aus Torferde auf die Böden gefüllt. Diese Deckschicht hält die Feuchtigkeit im Kompost. Nach der Befüllung wird die klimatisierte Halle verschlossen. Das Pilzgeflecht kann ungestört wachsen. Woche 2. Johannes Lücker beim Kontrollgang. Es riecht schon nach Champignons. Zu sehen sind noch keine. Doch das Substrat hat sich vermehrt. Überall weißes Pilzgeflecht. Klima und Bewässerung sind computergesteuert. 19 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Beste Wuchsbedingungen für das Myzel. Da müssen Sie sich vorstellen, das ist das Frühjahr. Dann haben wir eben den Sommer simuliert. Wir haben es schön warm gemacht. Wir haben ihm genügend Wasser gegeben. Und das Myzelium konnte perfekt durchwachsen. Und dann geben wir dem Myzelium einen Kälteschock. Und dann bedeutet das für das Myzelium, jetzt muss ich meinen Fruchtkörper bilden. Und dadurch bedingt kann ich meine Champignons kultivieren. Woche 3. Erste winzige Champignons. Dass sie hier angebaut werden, hat Gründe. Eine benachbarte Biogasanlage liefert Wärme. Und die niedersächsische Firma wollte einen Standort in Bayern.
Wir sehen das so, dass wir natürlich den Wettbewerb aus, in erster Linie aus Polen und aus Holland haben. Aber der Verbraucher in Deutschland fragt sehr wohl deutsche Ware nach, aber er fragt noch mehr regionale Ware nach. Champignons aus Bayern also, aus Franken. Der Erfolg gibt Lücker recht. Die Pilze verkaufen sich schneller, als sie nachwachsen. Geerntet wird von Hand direkt in die Verkaufsschale. So werden die druckempfindlichen Pilze so wenig wie möglich berührt. Eine Herausforderung für den Zuchtbetrieb: In Deutschland sind bei Champignons keine Pflanzenschutzmittel zugelassen. Die Kultur muss völlig ohne Chemie auskommen. Nehmen da nicht Schädlinge überhand? Wenn wir gar nicht darauf reagieren würden, dann wäre das so. Wir machen sehr kurze Zucht- und Pflückzyklen. Das heißt, wir ernten unsere Champignons hier in diesen Räumen innerhalb von 14 Tagen, entleeren sie dann, reinigen sie dann und befüllen sie dann wieder neu. Dadurch halten wir die Fremdpilze und Fremdorganismen einfach in Schach. Jetzt wird gepflückt. Alles läuft hier am Fließband. Auf 14.000 Quadratmetern Beetfläche werden pro Woche rund 100 Tonnen Champignons geerntet. Das System ist patentiert. Die Pilzzucht in Essleben gilt als modernste und effizienteste in ganz Europa. Wir wollen natürlich unsere Kunden möglichst nach einem Tag auch schon die Ware ausliefern. Das erreichen wir auch, indem wir schnell auf 4 Grad runterkühlen. Danach werden die Champignons hier in unserer Verpackungshalle nochmal gewogen, verpackt und sind dann in verkaufsfertigen Zustand und können zu unserem Kunden ausgeliefert werden. Braune Champignons und weiße. Die 100 Mitarbeiter ernten hier zwei Sorten des zweispurigen Egerlings. Industrielle Produktion. Aber gegenüber den viel aromatischeren Wildpilzen aus dem Wald haben Zuchtpilze auch Vorteile. Sie sind schadstofffrei, können roh verzehrt werden und es gibt sie das ganze Jahr über in jedem Supermarkt. Wo, liebe Zuschauer, kaufen Sie Ihr Fleisch? Im Supermarkt, vakuumverpackt, anonym und günstig, oder beim Metzger um die Ecke? Natürlich beim Metzger. Aber wo bekommt denn der eigentlich sein Fleisch her? Meist vom Schlachthof. Dort werden die Schweine- und Rinderhälften abgeholt und in der Metzgerei verarbeitet. Damit ist das Fleisch letztendlich aber genauso anonym und gut oder schlecht wie das aus dem Supermarkt. Oft ist es eine Illusion, dass der Metzger jedes Tier persönlich kennt, bevor er es schlachtet. Aber es gibt auch Ausnahmen. Wurst aus handwerklicher Produktion. In der Metzgerei Geisenhofer wird darauf seit Jahrzehnten Wert gelegt. Doch woher die Tiere stammen, war lange Zeit weniger entscheidend. Bis Josef Geisenhofer eine Zeit erlebt, die ihn zum Nachdenken bringt. Sie war für uns der Grund, dass wir umgestellt haben, dass wir das Rindfleisch selber erzeugen. Das heißt, wir haben es vorher im Schlachthof gekauft, genauso wie jeder andere Metzger. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir unsere Rinder selber mästen. Eine kleine Landwirtschaft mit Milchviehhaltung gab es in der Familie noch. Die wird aufgegeben und stattdessen ein Stall für Masttiere gebaut. Josef Geisenhofer setzt auf die französische Rasse Charolais. Ausschließlich weibliche Jungtiere holt er sich in den luftigen Offenfrontstall. Dann kaufen wir die mit 230, 250 Kilo. Und die Tiere kommen nur von Mutterkuhherden. Das heißt, die Tiere sind im Sommer über auf der Weide und dann kommen sie zu uns. Also normal haben die ganze Jahresweidehaltung. Und dann haben wir keine Probleme mit Umstellen und mit Krankheiten nicht. Generell ist es so, dass meist in den meisten Stallungen im Herbst eine Grippeschutzimpfung durchgeführt wird. Das brauchen wir hier nicht. Das haben wir nicht. Das Futter, vor allem Gras, stammt von den eigenen Flächen. Josef Geisenhofer streut den Liegebereich der Tiere gut mit Stroh ein. Das bildet in der kühlen Jahreszeit eine dicke, wärmende Matratze. Seine Rinder wachsen langsamer heran als üblich. Das Fleisch ist marmorierter, aber das liegt viel am Füttern. Im Muskel sollte das Fett vorhanden sein. Und das können wir machen, durch das, dass wir hier ausgereifte Rinder schlachten. Das heißt, wir schlachten es nicht unter 2 Jahren, meistens über 24 Monate. Also ein Riesenunterschied zum normalen. Ja, keine Turbokuh. Gleich nebenan hat Josef Geisenhofer noch einen Stall gebaut,
Da leben ebenfalls wichtige Fleischlieferanten, Schweine. Auch hier setzt der Landwirt und Metzger auf Stroh. Das ist heute nicht mehr üblich. Mastschweine werden meist auf Betonspaltenböden gehalten. Das einfache Stallgebäude braucht keine aufwendige Heiz- und Lüftungstechnik. Die Tiere haben in den Kisten auch im Winter wohlige Temperaturen und gute Luft. Wir kaufen die Schweine, also die Ferkel mit 30 Kilo vom Nachbarn. Der wohnt gleich 200 Meter von hier. Alle 14 Tage, so ein Box voll. Und das klangt mir genau für 14 Tage. Dann ist wieder eine leer. Aber die sind nur vom Nachbarn und sonst von keinem. Und nur so funktioniert es auch mit dem Gesundheitsstatus. Also das heißt, wir brauchen hier keine Antibiotika, nichts. Weil wir im Endeffekt mit dem Nachbar ein geschlossenes System haben. Dass die Schweine gesund sind, hat auch mit dem Stroh zu tun. Es ist nicht nur ein wichtiges Beschäftigungsmaterial. Die Tiere fressen die Halme auch gern. Dazu kommt eine Mischung aus hofeigenem Getreide und Soja. Anders als in der Mast üblich, setzt der Metzger auf mehr Ballaststoffe. Man füttert mehr Wintergerste, der Rohfaseranteil ist höher, das ist besser fürs Fleisch, wachsen allerdings langsamer. Und einen Teil Stroh fressen sie noch. Das macht sehr viel aus. Tiere, die gesund aufwachsen und sich wohlfühlen, das ist für den Metzger ausschlaggebend. Doch schließlich werden auch sie nach einer etwas längeren Mastdauer zum Schlachthof gefahren. Das halbe Jahr, wo die Schweine leben, sollen sie es wenigstens schön haben. Und das haben sie hier. Wir haben jetzt keine Probleme mit den Beulen an die Füße. Das haben wir nicht. Das gibt's nicht. Jede Woche verarbeiten Metzger Josef Geisenhofer und sein Sohn Andreas 10 Schweine und ein Rind. Die Investitionskosten für eine eigene Schlachtstätte wären für den kleinen Familienbetrieb zu hoch. Deswegen wird dieser Schritt ausgelagert. Die Geisenhofer setzen auf Qualität. Langsamer gewachsenes, ausgereiftes Fleisch mit gutem Geschmack. Anders als ein spezialisierter Mäster haben sie weniger Kostendruck. Also das heißt, der Schweinemäster, der muss ja schauen, dass er möglichst schnell das auch auf 100 Kilo bringt. Also Lebendgewicht, 105, 110 Kilo. Bei uns ist das anders. Durch das, dass wir das selber verkaufen, erzielen wir einen ganz anderen Erlös. Also wie der Schweinemäster, der wohl das im Schlachthof fährt. Weil der ist auf dem Markt angewiesen. Und wir verarbeiten es selber und verkaufen es auch selber. Wir machen einen Preis auch selber. Was hier an Schweine- und Rindfleisch sowie Frischwurst und Salami verkauft wird, stammt alles aus den eigenen Ställen. Nicht einmal zur Grillsaison oder vor Weihnachten wird zugekauft. Ja, wenn es mal ausgeht, dann geht's aus. Das heißt, wenn wir mal am Samstagmittag keinen Schweinebraten mehr haben oder kein Wammerl mehr haben, dann ist es halt aus. Da gibt's ja was anderes. Es ist ja reichlich Fleisch vorhanden. Die Kunden akzeptieren das. Nur das zu verkaufen, für was man als Metzger auch gerade stehen kann, das kommt im oberbayerischen Hohen Kammer und in der Umgebung gut an. Schade, dass es sowas nur ganz selten gibt. Am Mittwoch ist Allerheiligen. In Deutschland gibt es über 30 Millionen Gräber und die meisten von ihnen werden zu diesem Gedenktag besonders geschmückt. Mit Grablichtern, Schalen, Gestecken oder Zweigen. Die wenigsten von uns basteln diese Gestecke noch selber. Die meisten kaufen sie in einer Gärtnerei oder im Supermarkt. Doch diese Zweige, woher kommen die eigentlich? Nordmann-Tannen, Deutschlands beliebteste Weihnachtsbäume. Uwe Klug baut im nördlichen Spessart Christbäume an, auf 80 Hektar. 40 Mitarbeiter gehen ihm zur Hand. Jetzt ist Hochbetrieb vor dem Weihnachtsgeschäft. Uwe Klug, was bis morgen früh 500 Pfund Nordmann, 200 Pfund Nobilis und 100 Pfund Strobe? Ja, können wir machen. Es ist 10 Uhr morgens. Eine Bestellung? Aber für Christbäume viel zu früh. Es ist Ende Oktober. So, jetzt machen wir 500 Pfund Nordmann. Ein Blumengroßhändler in Hessen braucht Schnittgrün. 800 Pfund zu je 5 Kilogramm. 4 Tonnen Zweige müssen geschnitten und gebündelt werden. Da wird angerufen und heißt, kannst du bis morgen die und die Menge bewältigen. Wenn du es kannst, ist gut. Wenn du es nicht kannst, macht es der Nachbar oder der Übernächste. Irgendeiner macht es. Schnittgrün. Für Uwe Klug ist das eine willkommene Ergänzung zum Geschäft mit den Christbäumen. Denn hier kann er auch die Tannen oder Kiefern verwerten, die er sonst nicht an den Mann bringen könnte, wegen Schönheitsfehlern.
Der hat hier ein Riesenloch, das der Verbraucher so nicht als Weihnachtsbaum akzeptieren wollte. Oben an der Spitze hat er schon irgendwelche Trockenschäden erlitten, sodass es auch wieder nicht akzeptiert wird. Und das möchte keiner im Wohnzimmer stehen haben. Also was bleibt uns zu guter Letzt? Wir können daraus noch Schnittgrün gewinnen. Jeden Tannenzweig verkaufen, das traut sich Uwe Klug freilich nicht. Denn auch beim Schnittgrün haben die Kunden hohe Ansprüche. Vor allem gesund soll es aussehen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass die Bäume für Schnittgrün noch eine richtig schöne dunkle Farbe haben und eine abstehende Nadel. Und die auch lang halten und nicht gleich, wie wenn jetzt der Ast ein Ast wäre von ganz unten, der eine flache Nadel hat. Und wo man schon merkt, wenn man da ein wenig drauf schüttelt, dass da die Äste, also die Nadel davon springen, das ist kein gescheites Schnittgrün. 11 Uhr. Auf dieser Plantage stehen auch Stroben- oder Weimutskiefern. Auch davon sind 100 Bund bestellt. Aber weil an diesen Stämmen schon 10 oder 15 Jahre lang Zweige geschnitten wurden, geht das jetzt nur noch mit dem Hochentaster. Das kostet viel Zeit. Deshalb kappt Uwe Klug für die Schnittgrünernte fast alle Gehölze, wenn sie 2 Meter hoch sind. Auch der breitblättrige Buchsbaum lässt sich so einfacher und schneller schneiden. Und die Mitarbeiter haben einen besseren Überblick, was sie wo herausnehmen. Schließlich soll möglichst schnell, möglichst viel wieder nachwachsen. Und so kann man dann auch richtig gezielt die Äste so schneiden, damit immer ein kleiner Zwiegelast stehen bleibt, der dann nächstes Jahr sich wieder austreibt und in 2 Jahren wieder genauso lang ist als der Ast, den ich hier gerade eben abgeschnitten habe. Die Nachfrage nach Schnittgrün steigt. Deshalb baut Uwe Klug auf 20 Hektar auch Gehölze an, die er nur für Schnittgrün nutzt. Hinter dieser Einzäunung wachsen goldblättrige Scheinzypressen. Uwe Klugs ganzer Stolz. Eine Rarität, die er schon bis in die Steiermark geliefert hat. Egal ob Zypresse, Tanne, Kiefer, Thuja oder Buchs, 4/5 des gesamten Schnittgrüns erntet und verkauft Uwe Klug zwischen Anfang Oktober und Mitte Dezember. Das ist die Hauptzeit von der Schnittgrüngewinnung, ganz klar. Wir haben da 20 verschiedene Sorten und die werden da alle für Allerheiligen und Advent gebraucht. Und es gibt da eigentlich nur 2 Sorten an Grün, das sind blaue und grüne Thujas, die man dann auch nachher noch weiter verwenden kann für Sterbegrenze. Nur jetzt in der Hochsaison ist die Vielfalt für Sterbegrenze größer. Seniorchefin Luise Klug verarbeitet heute auch überzählige Tannenzweige. Wir verarbeiten die Wedel bis zum letzten Rest. Das heißt, was am Baum dran ist, kriegt irgendwie eine Funktion und wird verarbeitet. 16.30 Uhr. Die Bestellung ist fertig geschnitten und wird verladen. 800 Bündel, Tannen, Kiefern, Buchs und Thujen. Bis zum Abend soll die Ware beim Kunden sein. Zwischen 200 und 300 Tonnen Schnittgrün ernten Uwe Klug und seine Mitarbeiter im Jahr. Das als Christbaumdorf bekannte Mittelsinn im Spessart ist so auch zu einer Hochburg für Schnittgrün geworden. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Nächste Woche rollen wir dann wieder mal unseren grünen Teppich aus für ein Rendezvous mit einer Bäuerin, die 2 Hobbys hat: Klamotten und Kühe. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder wie gewohnt um 19 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, Servus.